Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Total War Warhammer 3. Es ist immer noch kein Riss offen. Bin ehrlich gesagt froh drum. So, wir sind der Herrscher des Nordens. Also wir sind wirklich der Herrscher der nördlichen Provinzen mit Miao Ying. Haben noch eine weitere Eigenschaft erhalten, eine Konstruktion mit der Bao San Huo. Und wir haben jetzt hier wieder eine Yin. Yin. Okay, irgendetwas scheint hier nicht so zu funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Ach so, weil ich halt hier in der Siedlung aufs Maul bekommen habe. Ja, das ist ein verdammt guter Grund. Was ich jetzt hier vorhabe, ist mir auf jeden Fall diesen blöden Terrakotta-Friedhof gegen die Oger hier zu holen. Ich sehe es einfach nicht ein, diesen cleveren Duchess hier denen zu überlassen. Einfach eine Frechheit, ne? So. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ihr kleinen Lügerische. Okay, was ist das hier? Das ist auch Yin. Jetzt haben wir doppelt Yin. Das hier muss weg. Wird repariert. Wird repariert. Beziehungsweise, nee, ich lasse es kaputt. Wie immer. Weil die stehen hier ja noch. Und sind auf Krawall gebürstet. Wir lassen sie einfach mal gerade eben hier dumm im Regen stehen. Okay, wir könnten das hier noch ausbauen, aber das habe ich gerade eben einfach vor. Ist das jetzt hier endlich fertig? Endlich! Hier bekomme ich plus 10 Kontrolle, Wachstum plus 5 überall, noch mehr Yin. Und ein Einkommen. Ach, das Yin hatte ich übersehen. Ah. Und nochmal 25% mehr Einkommen aus all diesen Gebäuden hier. Sehr, sehr nice. Ich könnte aber auch nochmal ein Yin wegmachen, dann hätten wir. Weil das hier brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Okay. Wir überspringen diese Truppe hier. Er hat auch wieder ein Level Up. Das ist toll. Gehen wir auf magische Reserven. Sie hat ein Level Up. Was machen wir denn jetzt? Jetzt würde ich aber mal sagen, Baukosten für die Gebäude der großen Bastion reduzieren, weil die werden auf Dauer jetzt echt teuer. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen reduziert haben. Ja. Jetzt zahlen wir nämlich hier nur noch 600. Mehr Defensivvorräte. Aber ich spare gerade eben nochmal ein bisschen. Der Astromancer stellt hier fest, dass er schon mal ein bisschen... Oh, hier steht der perfekt. Dann sehe ich alles hier. Also, unser Weg muss jetzt hier runterführen, um diesen Wüstenbereich einzunehmen. Das hier überspringen wir gerade eben nochmal. Wir haben ein weiteres Gebiet übernommen. Ich möchte hier noch mehr... Ne, warte mal. Wir bleiben dabei. Kontrolle. Erstmal mehr Kontrolle. Kontrolle, Kontrolle. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist in dem Fall so viel besser. Nanli muss ich mir noch holen. Echt fragwürdig, dass das halt da unten dahin noch gehört. Ne? Das muss man nicht unbedingt nachvollziehen, glaube ich. So, nächste. Verzweifelte Blicke auf die Diplomatie. Nö, einfach nö. Nächster Turn 30. Ich glaube, dass spätestens jetzt das Ding ins Aufgehen wird. Was will er von mir? Er will, dass ich denen im Krieg mithelfe. Da zahlst du mir aber mehr, mein Freund. Krieg kostet eine ganze Menge. Was das kostet? Muss die mal wieder sein, Entschuldigung. Drachentor wird belagert. Remain steadfast for the Emperor. Naja, der Gag ist, dass es uns total egal sein kann. This is ill advised. Denn die bekommen keinen Verschleiß dafür. Jetzt haben wir hier Wen Chang hier tatsächlich einfach wieder in Ruhe gelassen. Wir sind hier wieder komplett in der Harmonie. Und mein Weg muss jetzt hier nach Nanli gehen. Okay. Ich nehme jetzt aber auch noch die hier mit. Für noch mehr Beweglichkeit. Jetzt habe ich nur noch einen Einheitenslot.
Ich fände es geil, jetzt hier noch eine Großkanone dabei zu haben. Einfach um dem Gegner dieses nötige Quäntchen Druck zu machen. Und du gehst jetzt da drüben hin und wirst in Zukunft das Ding jetzt hier erstmal versuchen zu halten. Immer noch minus zwei. Dinge, die mir nicht gefallen wollen. Kannst du den da wegmessern? Tatsache. Er hat's geschafft. Er bekam in dem Moment sein Schlachtross. Okidoki. Ja komm, dann gebe ich ihm auch nochmal ein bisschen Verwunden. Wir verbessern in der Zwischenzeit schon mal das hier beides. Weil das hier, ich weiß nicht, kann ich das gerade eben noch bauen? Nee, ich kann es gerade eben nicht bauen. Wir müssen halt wieder die Goldgrube. Endlich. Die Goldgrube. Ja, dann bauen wir die natürlich. Keine Frage. Hier können wir auch noch etwas machen. Ressourcen. Einkommen aus allen Gebäuden. Wenn ich bis zu 6% hier mache. Das ist ein Yin. Muss ich irgendwo noch ein Yang reinmachen? Da haben wir's. Diplomatie. The boss. Yes. Hallöchen, Reikland. Greetings from Sigma. Affirmative. Ja, jedes bisschen hilft, ne? Komm. Dann fange ich jetzt mal an, hier mit den Ogern zu handeln. Blutschlund. That's why I... Obey me. Don't even try to tell me what ich habe kein Interesse daran, mich mit denen anzulegen. Wenn, dann sind sie's. Fire and metal. Boah, ist das gut. Ey, wir haben unsere gröbste Anfangsproblematik, glaube ich, jetzt weitgehend hinter uns gelassen. Mehr kann ich hier gerade eben nicht tun. Turn 31. Mich wundert es immer noch, dass da kein Tor aufgegangen ist. Also kein Riss. Ihr wisst schon. Selten so viel Glück. Aber wir... Jetzt passiert's. Der Bärengott brüllt auf. Ein Todesröcheln, das durch alle Dimensionen hallt. Arkane Energien toben durch das Reich der Sterblichen und erschaffen Risse in der Realität, die in die Reiche des Chaos führen. Tatsächlich muss es ja sogar eine Mod geben, die diese Spielfunktion ausschaltet und dass man das hier quasi ganz normal spielen kann. Aber ich glaube, dass dafür die Welt einfach noch nicht groß und geil genug ist. Wir brauchen halt einfach Immortal Empires, ne? So. Rüstung für die Bauernspeerträger. Ja, ich weiß. Wir haben es gehört. So, ich will jetzt hier mal die... Korruption senken. Ich freue mich jetzt einfach mal gerade eben darüber, dass das hier anfängt zu funktionieren. Jetzt greifen wir dann Lian. Der Feind scheint ja auch keine großen Anstalten zu machen, das verteidigen zu wollen. Wir erobern die strahlende Flagge. Wir haben es besetzt. Die Schießpulverstraße gehört endlich wieder. Okay. Machen wir noch die Reichweite unserer Einheiten höher. Den Kettenblitz finde ich nicht so gut. Den hole ich mir meistens erst ganz spät. Mobilität steigern können wir momentan nicht machen. Ich verbessere und max jetzt, glaube ich. Waffen und grundlegender Geschossschaden. Nee, ich mache das hier. Dann kann ich sie hier zwischen die Fernkämpfer stellen. Storm Dragon. Jetzt haben wir halt das Problem, dass das hier wieder da ist. Ah, ich kriege einen Vogel. Weg mit.
Es ist halt einfach, wisst ihr, du eroberst den Scheiß und alles ist wieder beim Teufel. Alles ist beim Teufel. So. Ihr bleibt hier stehen. Wobei ich halt auch... Ne, warte, ich muss jetzt im Hinterland ein bisschen aufräumen, ne? Das ist das Erste. Ich muss hier schließen, da oben schließen. Es gibt nur noch ein paar Sachen, die ich bauen muss. Aber ich kann es mir gerade nicht leisten. Wir sind auf den Quatsch gerade eben nicht so hundertprozentig vorbereitet, wie es gerne gewesen wäre. Gucken wir mal. Er scoutet das für uns schon mal aus. Hier sind wieder keine Armeen. Oh, nice. Wir gehen wieder irgendwo hin. 1500. Wo macht's am meisten Kohle? Hier macht's am meisten Kohle. Schloss Drakenhof, aber ich hab nicht genügend Geld. Moment. Moment. Das ist super wichtig. Jetzt haben wir die Kohle. Also Schloss Drakenhof. Entsenden. Nochmal ein Blick auf die Diplomatie, die ist ja wichtig. Natural author. I crack. Windshaper. Immer noch nicht. Ah, jetzt müssen wir gegen die Dämonen wieder vorgehen. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass in meinem Hinterland keine Dämonen-Sachen rausploppen. Ich habe keinen Bock auf die. Ich habe einfach keinen Bock auf die. Null. Nada. Niente. Nein. Und ich komme zu dem Schluss, dass ich einfach auch nicht mehr will, dass jetzt hier die ganze Zeit belagert wird. Stirb. So. Der Eindringling wurde zerstört. Wir könnten das Ding jetzt gerade eben aufwerten, aber es ist vielleicht noch ein bisschen early. Nein, ich will hier diesen Riss schließen. So. Das erste Problem ist geschlossen. Jetzt müssen wir zum nächsten hoch. Das brachte ihr wieder einen Erfahrungspunkt. Ich mache hier nochmal weiter unnachgiebig. It befits my high station. Das kann halt echt ein Problem werden, wenn da noch Dämonen rauskommen. Okay, hier ist eine volle Armee. Jetzt im Ernst, ich werde mich jetzt ganz keck hier hinstellen. In den Hinterhalt. Es ist eine geringe Chance, 45%, aber es kann klappen. Wir bauen... Oh, das ist so schön günstig. Wir bauen die Bude hier aus. Dann kann ich Nangao aufwerten. Oh, die 4. Wertvoll. Wir haben wieder kompletten Ausgleich. Ich will hier wieder ein bisschen Geld verdienen. Nee, ich mache hier immer noch nichts. Okay, Winde der Magie, Korruption reduzieren, feindliche Führerschaft, bla 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 bla. Einkommen aus allen Gebäuden. Wir machen das hier wieder. So, nochmal 1500 und die Rüstung des Glücks. Weil wir das Ding jetzt viermal ausgerichtet haben. Eine Sache.
gucken wir jetzt hier gerade eben nochmal. Und zwar, wie die Ausrüstungssituation ist. Denn ich denke, wenn ich dir das hier geben würde. Sie hat momentan die Jadeklinge. Wobei, die macht die Regeneration. Eigentlich will ich, dass sie das Ding erstmal behält. Luminarium. Das hier ist ein verzaubertes Objekt. Vielleicht besser als der Flügelfluchreif. Ich möchte probieren, ob ihr das was bringt. Wir haben den Zauberspruchschild, Nahkampfabwehr, Zauberresistenz. Rüstung des Glücks ist einfach insgesamt besser. Talisman der Ausdauer. Gebe ich hier auch. So, bin gleich wieder da. Sekunde. Und da bin ich wieder. So, okay. Immer noch den Pechkohlenstab. Ich weiß nicht, ob ich den behalten will. Arkanes Artefakt. Ich habe hier schon einige Items, aber keines davon ist gut. Glückstein ist übrig. Dank der Geschwindigkeit. Gucken wir mal, was ich den anderen noch geben kann. Er hat halt immer noch hier diese Greifen-Ulan-Dingens da. Gebe ihm, glaube ich, jetzt hier noch den Talisman, dass er nochmal ein bisschen physische Resistenz hat. Und noch die Rüstung. Wie gesagt, er ist mein wichtigster Typ hier. Ne? Er macht hier meine ganzen Karawanen-Kram-Sachen. Dann gucken wir hier nochmal weiter. Der könnte noch... Welcher ist denn das? Ja, das ist der, der unsere Armee begleitet. Du bekommst den Pechkohlenstab. Abkühlungszeit verringern? Nee, das bringt's nicht. Zauber des Objekt. Ich weiß nicht, ob... Ich geb sie mal. Geb sie mal. Und dann bekommen sie auch noch diesen Kanalisierungsstab und dann haben wir mal alle Items vergeben. Aber wir haben noch Unterstützungen, die ich noch nicht vergeben habe. Bewegungsreichweite von der Kampagnenkarte, das ist gut. Rang bei der Rekrutierung von Jadekrieger, das ist total toll. Führerschaft, Einkommen aus allen Gebäuden, lokalen Regionen. Einheitenerfahrung, strahlende Flagge. Mehr Kontrolle über Provinzen könnten wir auch noch machen. Bei ihm hier zum Beispiel. Einkommen aus lokalen Gebäuden. Auch noch mehr Einheitenerfahrung. Das war's schon. Master of Feng Shui. Falls Jadekrieger jemals rekrutiert. I stand ready. Miao Ying. Okay, ich bezweifle, dass es bei ihm was bewirkt. So. Dann gehen wir in Turn 32, Leute, und ich hoffe, dass sie hier auf unseren kleinen Hinterhalt reinfallen. Sie sind weggegangen. Das reicht mir völlig aus. Das reicht mir völlig aus. So, beim solchen Herrscher ist Lanisch gelandet, okay. Schließt einen Chaosriss. Okay. Wisst ihr, was der Gag ist? Es ist halt de facto nur ein fucking Rabatt auf das Schließen von so einem Riss. Strahlende Flagge. Ernst? Ich mach das eher bei denen da rein. Und jetzt besetzen wir das Ding. So, was macht ihr denn jetzt hier? Dumm rumstehen und euch wundern, dass ich plötzlich hier bin, ne? So, nochmal einen Punkt bekommen. Jetzt kann ich hier das Auge des Sturms machen, was sehr, sehr cool ist. Fähigkeit in Drachenform. Oh, das ist gut. Das ist gut. The Tempest grows ever stronger. Okay, sie hat jetzt hier die Zaubermetallurgie. Ich könnte ihr jetzt hier die Flammen geben. Das bringt Flammenattacken. Magische Attacken. Alternativ gäbe es hier einfach... Also alles ist magische Attacken. Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse. Das finde ich momentan eigentlich am interessantesten. Gift. Gift schwächt halt die Gegner.
Nee, ganz im Ernst, ich nehme das da. Find ich grad ansprechender. Es darf nicht wahr sein, ich hab schon wieder zu viel Yang. Solange ich alle erobere, wird das so weitergehen. Kannst du kaum was dagegen machen. So, Pomei. Ich will noch mehr Gold machen. Es ist sehr teuer, das Gold zu machen. Aber ich glaube, es rechnet sich. 3700. Das ist verwunderlich. Okay, ich baue hier auf jeden Fall eine Verteidigungsanlage rein, weil das Gold ist sehr wertvoll. Und wenn das hops geht, ist schlecht. Shaper of the Eight Winds. It is my calling. So, jetzt bist du hier. Ich packe in diese Armee nochmal mindestens eine weitere Einheit von den Speerträgern rein. No. No. Celestial Ancestors. Da muss ich demnächst auch mal gucken, ob ich da die vielleicht ein bisschen überflügeln kann. Schade. Okay, nächster Turn. Turn 34. Also wir werden absichtlich jetzt die allererste Runde ins Reich des Chaos ignorieren. Wir sichern unsere Heimat und dann gehen wir in die Vollen. Mütterchen wissen es am besten. Minus 5% Korruption. Das Volk berichtet von Sichtungen flimmernder Gestalten in ihren Häusern, die mit eigenartig vertrauten Stimmen singen. Eine Frau ist sich sogar sicher, die Gesichter ihrer längst verstorbenen Großmutter erkannt zu haben. Bevor diese Berichte untersucht werden können, verschwinden die Geister der Ahnen. Falls sie das wirklich sind, was sie zurücklassen, ist Harmonie im Land. Okay, der Moment, wo Untote Harmonie bringen. Weißt du Bescheid? So, hat sich ausgekornt hier. Und wieder ein Level Up für die Dame. Will ich jetzt hier auf die Zielsicherheit gehen oder auf den Gargatmantel? Zielsicherheit. Bauernbogenschützen. Ne, ich verbessere die Bauernbogenschützen hier erstmal. Hier oben ist ja nichts. Der nächste ist hier. Dann lasse ich sie mal so schnell wie möglich dahin marschieren. Bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Die Frage ist, wie lange das noch anhält. Okay, ich kann beide Städte theoretisch angreifen. Aber ich glaube, das würde nicht gut enden. Ich glaube, das würde gerade eben nicht gut enden. Okay, Nanli. Wir haben genügend Geld. Ich möchte nochmal Yin hier reinklabastern. Dann machen wir nochmal einen Yang hier rein. Dann wird Wen Chang verbessert. Und das hier ausgebaut. Ansonsten mache ich hier gerade nichts. Okay, wir könnten etwas total Verrücktes wieder mal machen. Wir stellen uns hier wieder raus. Und gucken, ob sie dumm genug sind, um zu kommen. Könnte diese Armee versuchen zu blockieren. Das hat leider nicht geklappt. Aber vielleicht marschieren sie jetzt hier drauf. So oder so könnte es ein Vorteil für uns sein. Wieder auf die Diplomatie. Ich würde halt tatsächlich ganz, ganz gerne mit den Nomaden des brennenden Windes irgendwie mal eine Nicht-Angriffspakt machen, aber die wollen nicht. Okay, wir gucken nochmal nach draußen. Er hat ja Bock, ey. Der macht das jetzt hier einfach. Okay.
Also ich finde es in Ordnung, dass er das macht. Es ist bloß kurios. Es ist ein wenig kurios. Nächster Turn, Freunde. Die westlichen Provinzen haben da, glaube ich, da oben gerade irgendwas kaputtgeschlagen. Oder zumindest geplündert. Also der ist voll auf Krawall gebürstet. Der alte Blacksmith. Oh! Ich werde garantiert meine Einheiten nicht hergeben. Ich glaube, wir hatten noch keine Schlacht in dieser Folge. Aber ganz im Ernst. Heute gibt es halt einfach mal keine. Es gibt keinen guten Grund dafür, jetzt hier diese Schlacht zu schlagen. Oh, der Hinterhalt wurde leider verhindert. Ah, schade. So, der hat jetzt perfekte Vitalität. Ich habe schon so viele Kämpfe geschlagen. Oh Gott, ich kann direkt die Stadt der Affen angreifen. Nee, warte mal. Oh, wie geil. Er ist uns voll in die Falle. Er ist uns voll in die Falle gegangen. Nein, ich möchte meinen bitte haben, danke. Ah, schade. Wäre schön gewesen, weil dann hätte er auf gar keinen Fall weglaufen können. Er rennt jetzt natürlich weg. Aber ich krieg ihn. Knapper Sieg. Reicht mir. Wir nehmen die Verlustverstärkung. 10%. Wir gehen tatsächlich wieder zurück, um noch mehr zu regenerieren. Weil jetzt sind sie eh schon angeschlagen. Als nächstes kann ich mir die Stadt der Affen holen. Diese Truppe hier wird nicht dazu in der Lage sein, hier diesen Angriff zu führen und zu gewinnen. Wir haben Level 20 mit ihr erreicht, was fantastisch ist. Und es wird Zeit, jetzt endlich mal die Einheiten zu verbessern. Also gut. Eisenhagelschützen, Kranichschützen, Großkanone, Feuerregen. Bauernreiter ist alles quasi, was irgendwie Reiter sind. Wujing-Kompasse, Terrakotta-Wachen. Also wir müssen auf jeden Fall auf das östliche, auf die Zielsicherheit gehen. Mehr Geschossstärke und Reichweite für unsere Einheiten. Sie ist halt die Geschosskämpferin. Punkt, ne? The Bastion's defense requires it. Jadekrieger und Hellebarden zahlen nicht wenig. Oh, weniger Unterhalt. Das legendäre Söldnerregiment, die Dünendrachen, sind nun ready. Die hätte ich sehr gerne. Die bekommt noch ein Schlachtboss. Also die kann ich jetzt hier jederzeit mir reinholen. Ich muss die Einheiten jetzt hier mal bloß. Zack. Was können die denn hier besonders? Die haben ein paar Skills drauf. Die sind auf jeden Fall immun gegen Psychologie. Formationsangriff, Verstecken im Wald, Ansturm erwidern, Yang. Wir haben halt drei Fähigkeiten mehr. Ach, die ermutigen noch, okay. Die ermutigen sind immun gegen Psychologie und haben noch, so wie es aussieht, magische Resistenz. Ja, Zauberresistenz haben sie. Okidoki. Du hast auch nochmal einen Punkt bekommen. Jetzt nimmst du die arkane Kanalisierung. Du machst hier weiter mit der Metallbeherrschung? Nee, Mobilität steigern. Oh, sie hat zwei Level-Ups. Dann machen wir noch das Senkende Verderben hier zu Ende. Fantastisch. Was machen wir mit ihm? Nochmal bessere Preise. Er ist ja jetzt auch schon ziemlich weit. Schlangentor wird auf Stufe 3 erhöht. Dann sorge ich dafür, dass ich hier nochmal ein bisschen mehr Kohle mache. Wir gehen jetzt voll in die Investition. Baukosten für alle Gebäude. Nee, oder? Ja, jedes bisschen Wachstum.
Dann machen wir noch mehr Diamanten. Und hier mache ich gerade sonst nichts. Beziehungsweise das hier, doch das machen wir noch. Ein letzter Blick auf die Diplomatie in dieser Folge, Freunde. Oh, endlich passiert's, nicht Angriffspakt. Perfekt. Harmony. Die Jadehüter wollen auch jetzt hier einen militärischen Zugang. Scheinbar habe ich jetzt hier eine gewisse Schwelle überschritten. Die mir sehr gut gefällt. Jetzt haben wir wieder Kohle. Was mache ich mit der Kohle? Einkommen aus allen Gebäuden nochmal erhöhen. Okay, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, meine Freunde. Tschüssi und Ade.